Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 10 Sekunden. Eine kleine Info, heute gibt es um 10 Uhr ein riesen Update. Ich bin gespannt, was da so Neues alles reinkommen wird. Zwei neue Waffen sollen ja reinkommen und let's go. Okay, kein neuer Skin sehe ich jetzt hier gerade, oder? Nö, wir haben heute nichts Neues im Shop, aber eventuell was Seltenes und haut gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Hey, Naus wieder zurück. Ist ein chilliges Emote, kann man sogar zu zweit tanzen. Dann haben wir hier Zeddy, ist wieder zurück. Ja gut, gibt es hier in drei verschiedenen Farben. Ist ganz okay, der Skin. Männliche Variante, genau dasselbe Spiel. Einmal hier so Standard, dann einmal hier Arktis. Ist kein, also die Farbe gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier einmal Dschungel. Was gibt es sonst noch so im Paket? Spitzhacken. Ja gut, die finde ich jetzt unspektakulär. Würde ich mir jetzt nicht kaufen. Alles einzeln kaufbar. 1, 2, 800. Und dann haben wir hier schon wieder die zurück. Die war vor kurzem erst im Shop da gewesen. Ist kein schlechter Skin. Für 1200 V-Bucks kann man sich kaufen. Spitzhack ist auch ultra nice. Schön animiert. Und für 800 kann man sich nicht beschweren. Dann haben wir hier den zweiten vorgestellten Bereich. Adeline ist wieder zurück mit zwei Stilen. Und zwar einmal mit Kapuze und einmal ohne. Passendes Backbling. Finde ich unspektakulär. Was gibt es hier noch? Spitzhacken. Die sind ultra verwirrend, finde ich. Dann gibt es hier einmal den Gleiter. Ja, der ist auch unspektakulär. Fischstäbchen ist auch wieder am Start. War aber vor kurzem erst da gewesen. Aber trotzdem sehr, sehr nicer Skin. Ich schaue mal kurz nebenbei nach, ob wir nicht was Seltenes haben. Kann ich euch das Ganze jetzt schon erzählen? Eventuell, ich schaue mal kurz nach, aber ich denke noch nicht jetzt. Passendes Backbling, ja, ist in Ordnung. Der ist echt chillig. Vor allem die Musik. Könnte aber auf Dauer ein bisschen nerven, aber trotzdem, sehr chillig. Spitzhacke, für den Preis habe ich echt nichts zu meckern. Coole, heftige Spitzhacke. Dann gibt es hier die Lackierung, ja, die ist, ja, nichts Besonderes. Die ist ganz in Ordnung, finde ich. Die ist irgendwie lustig. Eine weitere Lackierung, oha, die ist in Ordnung, die gefällt mir gut. Dann haben wir hier heute den letzten Bereich, Cloaked Shadow ist wieder am Start. Und falls ich euch nicht sagen kann, was selten ist und was nicht selten ist, schreibe ich euch das Ganze in die Kommentare. Was haben wir hier? Die müsste aber auch vor kurzem erst da gewesen sein. Das ist ein chilliges Backbling irgendwie, recht klein. Was haben wir hier? Ist schon wieder Macarena zurück, okay. Heftiges Emote, dann haben wir hier Wahres Herz. Aktuell kann ich euch immer noch nicht sagen, was selten ist, oder kann ich? Doch, ich kann es sogar. Perfekt. Ganz genau, jetzt zum Schluss haben wir dann hier noch Holoscan mit einer der heftigsten und günstigsten Lackierungen, die es gibt. Und dann sind wir jetzt hier durch. Also, was ist heute selten und was ist nicht selten? Also, bis jetzt nichts Seltenes. Nö. Es gibt heute... Nö, das Seltenste ist gerade mal die Holo-Lackierung, ganz genau die hier, 96 Tage. Und dann beende ich hiermit das kurze Shop-Video.